شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Zunächst einmal möchte ich Sie mit dem Gruß des Paradieses begrüßen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Ich freue mich auch für das zahlreiche Erscheinen und auch dafür, dass Sie in einer albanischstämmigen Gemeinde auch mal auf Deutsch referiert wird. Das vor allem für die Jugendlichen, die hier geboren und aufgewachsen sind und der deutschen Sprache mächtiger sind als ihrer Muttersprache. Das heißt aber nicht, dass sie ihre Muttersprache vernachlässigen sollen. Je mehr Sprachen ich spreche, umso weiter ist mein Horizont. Und deswegen ist das ein Appell, sowohl die Muttersprache weiter zu fördern und zu pflegen, als auch die deutsche Sprache zu beherrschen. Ich danke auch der Moschee und dem Vorstand der Moschee für die freundliche Einladung und auch für die sehr lieb gemeinte Einleitung meiner Person. Um ehrlich zu sein, fühle ich mich unwohl dabei, wenn die Reputation einem vorauseilt, aber sie im Prinzip viel besser ist oder der Ruf viel besser ist, als man sich selber empfindet. Und das sage ich voller Inbrunst. Ich kann nur zu den Worten sagen, Amin, ich begreife die Einleitung und meine sogenannte Biografie als Bittgebet, dass ich so werde, wie ich vorgestellt worden bin. Denn ich glaube, ich bin es nicht. Als Abu Bakr, das kann man gar nicht häufig genug erwähnen, als Abu Bakr einmal gelobt wurde, dann sprach Abu Bakr ein Bittgebet. Und wer war Abu Bakr? Der engste Freund des Propheten, Friede sei mit ihm. Und er sagte, ja Allah, du kennst mich besser, als ich mich selber kenne. Und ich kenne mich besser, als die Leute mich kennen, die mich loben. Mach mich besser, als die Leute über mich denken und vergib mir, was sie nicht über mich wissen. Und auch sie wissen ganz viel nicht über mich. Ich kann mich diesem Bittgebet nur anschließen und Amin sagen, für uns alle, inshallah. Das Thema ist zwar Vielfalt oder Pluralität in der islamischen Tradition. Auch über dieses Thema spreche ich ganz häufig, weil ich das Gefühl habe, dass wir vor allem, also wir haben mehrere Krankheiten zu bewältigen, aber eins unserer größten Probleme, wie ich empfinde, ist die Krise der Gelehrsamkeit. Der Respekt gegenüber Gelehrten oder gegenüber der islamtraditionellen Gelehrsamkeit ist geschwunden. Viele maßen sich an, Meinungen über den Islam zu äußern, sowohl Muslime als auch Nicht-Muslime. Aber die wenigsten haben wirklich die traditionellen islamischen Wissenschaften studiert. Wer die traditionellen islamischen Wissenschaften im Ansatz studiert hat, wird mit jedem Buch, das er liest, kleiner, demütiger. Und der Respekt gegenüber der traditionellen Gelehrsamkeit wächst. Das ist eine notwendige Folge. Wenn man von Pluralität und von Vielfalt in der islamischen Tradition spricht, dann ist die Vielfalt auch gebunden und gekoppelt an Bescheidenheit. Und uns plagen ganz viele Krisen. Einmal rief mich eine Juraprofessorin an. Sie sagte, dass sie Juraprofessorin sei und sie vorhabe, ein Seminar über die Scharia zu machen. Und ich soll ihr mal bitte die Scharia zukommen lassen. Ich soll ihr die Scharia mal bitte schicken, vorzugsweise als PDF-Datei. Und dann sagte ich, ich fürchte, ihr Rechner oder die Kapazität ihres Rechners ist zu klein. Und so sagte sie, das wird kein Problem sein, denn wir haben auch externe Festplatten. Und dann sage ich, selbst dann, befürchte ich, reicht die Kapazität nicht. Sie hat mich natürlich nicht verstanden,
weil die Rechtswissenschaftlerin, die Professorin, ersichtlich davon ausging, dass die Scharia ein Gesetzbuch ist. Und so ein bisschen herablassend hat sie auch danach gefragt. Ich lese mir das mal eben durch in 5 Minuten und gestalte dann ein Seminar darüber. Dass die Scharia-Wissenschaften natürlich eine Tradition von über 1400 Jahren haben, der Theoretisierung, der Transformation, der Praktisierung oder der praktischen Anwendung, das war ihr unbekannt. Aber suchen wir jetzt den Fehler bei der Professorin oder bei ganz vielen Menschen, die genauso denken wie die Professorin, dass die Scharia nämlich ein Gesetzbuch ist, oder suchen wir den Fehler in erster Linie bei uns selbst? Und ich denke, es ist eine Eigenschaft von Adam a.s., eine Eigenschaft des ersten Menschen, der von Gott erschaffen worden ist, den Fehler erstmal bei sich selbst zu suchen, selbstkritisch zu sein, bescheiden und demütig zu sein. Und ich denke, dass auch wir diese Misskonzeption, diese Missverständnisse oder den Grund dieser Missverständnisse bei uns in erster Linie suchen sollten. Also nicht mit dem Finger auf andere zeigen, auch nicht auf bestimmte Teile dieser Bevölkerung. Wir haben jetzt mit der AfD zum Beispiel eine ganz neue Anti-Islam-Programmatik, die den Islam als politische Ideologie darstellen und dabei verheimlichen, dass die absolute Mehrheit der Muslime mit ihrem Islamverständnis genauso ein Problem hat wie sie selbst. Aber zeigen wir mit Fingern auf andere oder suchen wir den Grund in uns? Und wir sollten den Grund in uns selbst suchen. Denn all diese Missverständnisse kommen ja nicht von irgendwoher. Es gibt ganz viele Muslime, die genau dasselbe denken, die auch denken, die Scharia sei ein Gesetzbuch. Und es gibt ganz viele Muslime, die ihren Glauben auch extrem eng ausleben und denken, dass ihr Verständnis vom Islam das absolut Richtige ist. Es gibt ganz viele Bewegungen und Strömungen heute, die 2, 3 Verse aus dem Koran auswendig lernen, 1, 2 Überlieferungen auswendig gelernt haben, dann in die Moschee kommen und einem ausgebildeten Imam sagen, du hast keine Ahnung, alles was du machst ist Bid'ah. Und sagen, wir müssen zurück zu Koran und Sunna. Die islamischen Rechtsschulen macht keinen Sinn. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam war schließlich auch kein Hanefite, kein Malikite, kein Hanbelite, kein Schafi'ite. Deswegen müssen wir zurück zu Koran und Sunna. Unsere Rechtsschule, unsere Madhhab ist die Rechtsschule vom Propheten, Friede sei mit ihm. Und für unsere Jugendlichen, oder für viele von ihnen, sind diese Worte extrem attraktiv. Weil sie lieben Allah, sie haben einen Respekt gegenüber Gott, gegenüber dem Glauben, einen gewissen Grundrespekt dem Propheten gegenüber, sodass diese Worte auch missbraucht werden können. Aber im Prinzip sind diese Worte zurück zu Koran und Sunna leere Floskeln, wenn man sie nicht mit Leben füllt. Weil alle Großgelehrten im Islam, alle Rechtsschulen im Islam, haben genau das versucht. Zurück zu Koran und Sunna. Sie unterschieden sich nur im Verständnis dieser Quellen. Eine Aussage also, zurück zu Koran und Sunna, unter Außerachtlassung aller islamischen Denk- und Rechtsschulen, die es gab und gibt, ist eine leere Floskel und eine gefährliche zugleich. Weil alle islamischen Rechtsschulen genau das versucht haben. Sie haben versucht, den Islam, den Glauben, den Propheten, Friede sei mit ihm, auf der Basis des Koran und der Sunna zu ermitteln. Dies würde ich mangelnde Bescheidenheit nennen. Wenn man sich anmaßt, über islamische Themen einfach so Meinungen zu fällen oder Urteile zu fällen, ohne über die hinreichenden Kenntnisse zu verfügen. Und wie gesagt, der Fehler, der ist in erster Linie in uns selbst. Denn als Allah Adam a.s. erschuf, den ersten Menschen, und er zu den Engeln sprach und ihm dann die Namen lehrte, und Allah zu den Engeln sprach, werft euch nieder vor Adam a.s., warfen sich alle nieder, bis auf Iblis. Und was sagte Iblis? Warum warf er sich nicht nieder? Er sagte, ana khayru min, ich bin besser als er. Khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin, mich hast du aus Feuer erschaffen
und ihn aus Schlamm, aus Matsche, aus Ton. Das waren die Worte vom Shaitan, vom Iblis, vom Teufel. Arroganz, Hochmut, Rassismus, alles Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Eigenschaften, die auf den Teufel zurückzuführen sind, Entschuldigung. Auch sah der Teufel nur mit dem äußeren Blick. Er war extrem formalistisch geprägt. Er sah nur das Äußerliche an Adam. Er sah nur den Schlamm, den Schmutz, den Ton. Ihm fehlte aber der Blick für hinter die Vorhänge. Er sah die Vorhänge, konnte aber nicht sehen, was dahinter ist. Er sah die äußere Gestalt, konnte aber nicht sehen, was in der Gestalt ist. Ihm fehlt also das innere Auge, das Auge des Herzens. Wir halten fest, die Reaktion vom Schäfan deutet also darauf hin, dass seine Charaktereigenschaften, dass er sich vor allem durch diese Charaktereigenschaften unterscheidet, nämlich Arroganz, Hochmut, Rassismus, und er sieht nur das Formelle. Sein Blick ist nur formalistisch geprägt. Er sieht nur das Äußere. Wie reagierte aber Adam a.s.? Das ist unser Urvater. Wir sind seine Nachkommen. Adam a.s. hätte eigentlich einen Grund zu sagen, der Teufel hat mich verführt. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Allah bestätigt nämlich im Koran, dass der Teufel ihn verführte. Das heißt, Adam a.s. hätte einen Grund, auf den Teufel zu zeigen und zu sagen, ja Allah, ich habe ja keine Schuld, der Teufel hat mich verführt. Also den Fehler bei anderen zu suchen, das, was wir häufig machen gegenwärtig, den Fehler bei der Weltpolitik zu suchen, ja, die ist moralisch extrem verwerflich, das, was geschieht in der Weltpolitik. Aber mit dem Finger darauf zu zeigen, hilft uns nicht weiter, sondern wir müssen den Fehler erst bei uns selbst suchen. Denn Adam a.s., der suchte den Fehler nicht beim Teufel, obwohl Allah die List des Teufels im Koran bestätigt. Sondern Adam sagte stattdessen, أَخْطَأْتُ, ich habe einen Fehler gemacht. وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ, und ich bin einer der Unrechttuenden. Das heißt, die Eigenschaft von Adam a.s. ist also die der Bescheidenheit, der Demut, der Selbstkritik, und zwar bedingungslos. Unabhängig davon, was der andere tut, unabhängig davon, wie die äußeren Umstände sind, er sucht den Fehler bei sich selbst. Obwohl er einen Grund gehabt hätte, auf den Teufel zu zeigen. Aber er vermeidet es. Er ist bedingungslos selbstkritisch und einsichtig. Und weil wir die Nachkommen von Adam a.s. sind, sollten wir genau diese Eigenschaften haben. Selbstkritisch sein, einsichtig, demütig, bescheiden. Und die Leute nicht auf der Basis ihrer Äußerlichkeiten verurteilen. Dein Bart ist zu kurz, warum trägst du kein Kopftuch? Deine Sachen sind komisch, ist bidda, ist unislamisch. Wir sollten unseren Blick nicht darauf reduzieren, weil dann unterscheidet uns nicht mehr so viel vom Teufel, vom Shaitan. Denn sein Blick war ausschließlich formalistisch. Er hatte nur einen äußerlichen Blick. Und wenn auch wir nur einen äußerlichen Blick haben und die Menschen auf dieser Basis verurteilen, unterscheidet uns nichts mehr von seinem Verständnis. Wir sind aber die Nachkommen von Adam, die mit einem inneren Blick ausgestattet sind, mit dem Blick des Herzens. Wir wissen, dass jeder mit Würde ausgestattet wurde. Wir können versuchen, auch hinter den Vorhängen zu sehen. Und wir müssen uns selbst erstmal kennenlernen. Denn der sich selbst kennt und seine Fehler kennt, wird erst recht versuchen, die Fehler anderer zu verdecken. Das heißt also, Pluralität, das Thema beginnt mit Grundbescheidenheit. Ich werde mich versuchen zu beschränken oder vor allem Ausführungen mit Blick auf die islamische Rechtswissenschaft zu machen, mit Blick auf die Scharia, damit wir im Ergebnis, so hoffe ich, verstehen, warum die Scharia nicht als PDF-Datei verschickt werden kann. Scharia heißt wörtlich der Weg zur unerschöpflichen Quelle.
Die unerschöpfliche Quelle ist Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Von Gott kommen wir und zu ihm kehren wir zurück. Und jetzt kommt es darauf an, wie man die Scharia fachspezifisch definiert. Je nachdem, aus welcher Perspektive ich die Scharia betrachte, gibt es ganz viele Definitionen der Scharia. Es gibt historische Definitionen, als Historiker habe ich eine historische Definition, als Philosoph eine philosophische, als Linguist eine linguistische Definition und als Jurist, als Rechtswissenschaftler gibt es auch eine juristische Definition der Scharia. Und man hat die Scharia versucht zu definieren, beziehungsweise präziser zu umschreiben mit den Worten, die göttliche Beurteilung menschlichen Verhaltens im umfassenden Sinn. Wie beurteilt Allah das Verhalten eines Menschen im umfassenden Sinn? Die muslimischen Juristen oder Juristentheologen haben sich aber auch die Frage gestellt, warum fragen wir überhaupt danach, was Gott von einem will? Warum fragen wir überhaupt danach, wann wir Gottes Wohlgefallen erregen? Warum fragen wir überhaupt danach, wie Gott mein Verhalten in diesseits beurteilt, im Umgang mit dieser Schöpfung? Das ist eine theologische Frage und diese theologische Frage haben sie auch beantwortet, schon in der Frühzeit. Das heißt, sie haben sich die Mühe gemacht, rational, vernünftig zu erklären, warum wir uns auf Gott berufen, wenn es darum geht, ein Verhalten zu beurteilen. Sie haben also erstmal die Frage gestellt, existiert Allah überhaupt? Und haben in einem auch genuinen Argumentationsmuster versucht zu ermitteln und nachzuweisen, dass Allah existiert. Danach haben sie festgestellt, dass Allah der Schöpfer allen Seins ist. Und wenn er der Schöpfer allen Seins ist, ist er auch der Eigentümer seiner Schöpfung. Und wenn er der Eigentümer seiner Schöpfung ist, verfügt er auch über die normative Souveränität. Er kann dann darüber bestimmen und beurteilen, wie wir mit seiner Schöpfung umzugehen haben. Diese Theologie im engeren Sinne nennt sich Ilmul Kalam. Die Wissenschaft vom Wort Gottes, wenn man so will. Also die Theologie im engeren Sinne. Und das Spannende ist, dass die Theologen, die muslimischen Theologen, nicht für sich beansprucht haben, den definitiven Nachweis zu erbringen, dass Allah existiert. Oder mit Blick auf seine Eigenschaften, mit Blick auf alles Transzendente. Sondern sie haben von vornherein ihr Bemühen beschränkt auf das Menschenbeste zu ermitteln. Die beste Antwort darauf zu geben, den Menschen möglichsten Nachweis zu erbringen. Weil Allah unendlich ist, er lässt sich mit endlichen Mitteln nicht adäquat erklären und nachweisen. Jedenfalls kommt sie zu dem Schluss, Allah ist der Eigentümer allen Seins. Er hat uns erschaffen und deswegen verfügt er auch über die Rechte seines Eigentums. Und deswegen fragen sie danach, was Gott von einem eigentlich will, mit Blick auf den Umgang mit seiner Schöpfung. Damit beschäftigt sich die islamische Rechtswissenschaft. Und wenn Sie jetzt die Scharia umschreiben als die göttliche Beurteilung menschlichen Verhaltens im umfassenden Sinn, dann ist diesen Gelehrten auch bewusst, dass einzig Allahs Beurteilung umfassend sein kann, absolut sein kann, weil nur Allah über die absolute Kenntnis der Scharia verfügt. Nur Allah ist allwissend. Und Allah schaut auch in die Herzen der Menschen. Wir können das nicht. Der Mensch kann den Zustand des Herzens nicht beurteilen. Ich kann jetzt nicht wissen, was sich in ihren Herzen abspielt. Ich kann aber versuchen, zumindest das zu beurteilen, was ich sehe. Und diese Tatsache war den Rechtsgelehrten von Anfang an bewusst. Und deswegen haben sie sich in ihrer Ermittlung, in ihrem Bemühen beschränkt. Und zwar insoweit, dass sie gesagt haben, wir wissen eben nicht alles. Wir können nicht aus dem Vollen schöpfen. Deswegen müssen wir uns damit bescheiden, nur das versuchen zu beurteilen, was wir sinnlich wahrnehmen können. Das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir hören. Al-Zahir ind al-Hakim. Das für den Richter objektiv Wahrnehmbare. In diesem Fall dann auch für den Gelehrten. Und sie wussten zugleich, aber selbst das, was wir sehen, die Beurteilung dessen, was wir sehen, auch da können wir uns nicht sicher sein. Wenn wir etwas beurteilen, können wir Fehler machen. Wir sind nicht frei von Fehlern. Diese
zwei Eigenschaften, über diese verfügen sie nicht. Sie können weder das Innere sehen, noch sind sie frei von Fehlern. Allah ist erhaben über Fehler und er sieht aber auch das Innere des Menschen. Weil den Menschen aber diese göttlichen Eigenschaften fehlen, haben sie ihre Disziplin beschränkt auf das relative, handlungsbezogene Verständnis der absoluten Scharia. Das relative, weil menschlich abgeleitete, handlungsbezogene, das, was man sehen kann, die Handlung, die man sehen kann, Verständnis der absoluten Scharia. Und diese Disziplin nannten sie bezeichnenderweise Al-Fiqh. Al-Fiqh heißt wörtlich übersetzt das Verständnis. Al-Fiqh huwa al-Fahm. Al-Fiqh ist das Verständnis. Und das war den muslimischen Juristen schon seit Anbeginn bewusst, dass das ein Bemühen ist um das Wahrscheinlichste. Das Absolute ist einzig Allah vorbehalten. Nur er verfügt über absolutes Wissen. Und deswegen kann auch nur seine Beurteilung absolut sein. Der Mensch bescheidet sich mit der Suche nach dem Wahrscheinlichsten. Und zwar bezogen auf das, was für sie sichtbar ist. Handlungsbezogen. Amaliyya. Und diese Disziplin nannten sie Al-Fiqh. Und heute finden wir ganz viele, ist immer noch die Minderheit, Gott sei Dank, aber auch die Mehrheitsmuslime kennen diese Differenzierung nicht. Es kommt auch nicht darauf an, dass man die Differenzierung kennt. Sie sollen nicht alle Juristen werden, sondern dass man sie lebt. Das ist das Entscheidende. Und gelebt wird in der Tat eine gewisse Grundtoleranz unter Muslimen. Die absolute Mehrheit der Muslime ist tolerant eingestellt und vielfältig und plural, ohne dass sie diese Aspekte theoretisch erläutern kann. Aber es gibt eine Gruppe, die extrem laut ist, die sich anmaßt, dass ihr Verständnis vom Islam das absolut Richtige ist und alle anderen sind falsch. Und das böseste Resultat dieser Gruppe oder dieser Denkweise ist Daesh, ISIS. Sie hat sich nämlich von der klassischen traditionellen Gelehrsamkeit getrennt. Sie bekämpft auch die Rechtsschulen. Weil nur auf diesem Weg kann sie für sich theologische Autorität beanspruchen. Weg von den Rechtsschulen, weg von diesem Gelehrsamtsislam und hin zu einer gewissen autodidaktischen Laientheologie. Jedenfalls führt diese Lesart, diese primitive, naive Lesart zu sagen, das ist Allahs Gesetz. Damit meint sie aber ihre Meinung. Der Koran sagt, damit meint sie aber ihre Meinung. Und zwar ihr primitives Verständnis. Und die böseste Form ist, wenn sich dieses Verständnis in die Tat umsetzt. Dieses enge Verständnis, sich selber ins Absolute stellen. Das Ergebnis dessen sehen wir heute, leider Gottes, im Irak. Und ganz viele Menschen sind auch verängstigt, weil sie ja die Medien sehen. Und sie sehen dieses primitive und naive Verständnis des Glaubens. So dass sie den Glauben genau so damit assoziieren. Sie denken in der Tat, die Scharia ist ein Gesetzestext. Und zwar in dieser Form, wie sie den in den Medien wahrnehmen, überwiegend. So eine naive Lesart und primitive Lesart, wie wir sie heute in Teilen beobachten, gab es auch in der Geschichte des historisch gewachsenen Islams. Damals hieß diese Gruppierung Kharijiten. Kharij kommt von die von der Tradition entfernten, wenn man so will. Auch die Kharijiten hatten ein primitives, sinnfreies Verständnis vom Islam und vom Koran. Auch sie sprachen immer von Gottes Gesetzen und meinten ihre Meinung. Niemand geringerer als Ali, der Cousin des Propheten, den der Prophet selbst Tor zur Weisheit nannte, hat sie auf ihre primitive Lesart aufmerksam gemacht. Als Ali sich nämlich dem Vorschlag von Muawiyah, seinem Kontrahenten, beugte, um die Frage des Kalifats, nämlich dass ein menschliches Schiedswesen darüber entscheiden soll, ein menschlicher Richter soll darüber entscheiden, wer unter ihnen Kalif sein soll, Muawiyah oder Ali. Und Muawiyah war unterlegen in den Schlachten. Hat sich Ali diesem Vorschlag gebeugt, weil er wollte weiteres Blutvergießen vermeiden. Und war damit einverstanden, dass ein menschlicher Schiedsrichter über die Frage des Kalifats entscheidet. Als einige extremistische Anhänger von Ali seiner Zeit
die späteren Khalidjiten davon erfuhren, haben sie Ali, den Kalifen, den vierten Kalifen und Cousin des Propheten, den der Cousin als Tor zur Weisheit bezeichnete, den Vorwurf gemacht, Ali hat Gottes Recht gebrochen, Gottes Souveränität gebrochen. Weil in dem Augenblick, wo sich Ali bereit erklärt hat, dass ein Mensch darüber entscheiden solle, wer zwischen ihnen oder wer von ihnen Kalif sein soll, habe er Gottes Recht gebrochen. Denn Gottes Wille und Gottes Recht war es, dass Ali Kalif wird und dass er sein Kalifat mit Gewalt durchsetzen soll. Ali erfuhr von diesem Vorwurf, ließ die Menschen versammeln, ließ sich eine Kopie des Koran bringen, legte seine Hand auf den Koran und befahl dem Koran zu den Menschen zu sprechen. Und er soll ihnen bitte Gottes Recht erklären. Der Koran soll jetzt den Menschen Gottes Recht erklären. Dann rief einer unter den Versammelten, ja Ali, was tust du da? Der Koran ist doch kein menschliches Wesen. Er kann nicht sprechen. Da sagte Ali, genau das ist meine Botschaft, sinngemäß. Der Koran in Druckform ist nichts anderes als Tinte und Papier. Er wirkt durch Menschen entsprechend ihres Urteilsvermögens. Nicht du weißt, was Gottes Recht ist, was Gottes Gesetz ist, sondern wir bemühen uns darum, das zu verstehen. Aber das Absolute ist einzig Allah vorbehalten. Und auch heute haben wir ganz viele Gruppierungen, die sich genauso anhören wie die Khalidjiten seinerzeit. Das ist Gottes Gesetz. Das ist Gottes Recht. Der Koran sagt, aber im Prinzip sagen sie oder sprechen sie von ihrer Meinung, ohne zu wissen, dass es ihre Meinung über den Koran ist. Ohne zu wissen, dass es ihre Meinung über Allah ist. Und das ist der mangelnden Gelehrsamkeit geschuldet. Und auch dem Mangel an Respekt der Gelehrsamkeit gegenüber. Hier wird Demut und Bescheidenheit verlangt. Nicht jeder kann zu allem etwas sagen. Ich habe das Gefühl, wir wurden zu Googles erzogen. Wir haben alle so die Eigenschaft von Google. Egal was man eintippt, irgendwas spuckt er schon raus. Und mir kommt es genauso vor, egal wer uns was fragt, zu allem haben wir eine Meinung. Zu allem müssen wir was sagen. Wir trauen uns nicht zu sagen, ich weiß es nicht, selbst wenn wir es wirklich nicht wissen. Sondern wir denken, zu sagen, ich weiß es nicht, ist eine Schwäche. Aber das zeigt auch unsere Gesamtmentalität. In der Tat, die Menschen sehen das, oder viele sehen das als Schwäche, wenn man sagt, ich weiß es nicht. Aber ist es deshalb ein Grund, einfach irgendetwas zu sagen? Oder ist es ein Grund, wieder in der Mentalität etwas zu verändern? Dass die Menschen wieder Respekt davor haben, wenn einer sagt, aufrichtig, ich weiß es nicht, und damit glaubwürdig ist. Ich denke, wir brauchen alle ein bisschen mehr Eigenschaft von Imam Malik. Einer der Rechtsschulgründer. Imam Malik war der anerkannteste Professor für Hadith-Wissenschaften seiner Zeit. In der muslimischen Welt. Er war der Professor, der Gelehrte für Hadith-Wissenschaften. Und ein Mann aus Irak hatte 40 Fragen an Ali, an Imam Malik. Er wollte also zu Imam Malik reisen nach Medina, von Irak nach Medina, und ihm 40 Fragen stellen über Ahadith, über Überlieferungen, über den Propheten, Friede sei mit ihm. Und damals bedeutete die Reise aber auch Lebensgefahr. Es gab keine Transportmittel, wie wir sie heute haben, kein Auto, kein Flugzeug, sondern musste mit dem Kamel oder auch zu Fuß reisen, durch die Wüsten. Und er verabschiedete sich von der Familie, von seinem Dorf. Sie wussten alle, dieser Mann, dieser Iraker, ist jetzt dabei, nach Medina zu reisen, um Imam Malik 40 Fragen über Hadith-Angelegenheiten zu stellen. Und er reiste nach Medina, nahm diese Reise auf sich. Und er fand Imam Malik. Bevor Imam Malik sich mit ihm über Hadith unterhielt, also über Überlieferungen über den Propheten, Friede sei mit ihm, hat er erstmal eine Ganzkörperwaschung vorgenommen. Ghusl. Aus Respekt dem Propheten, Friede sei mit ihm, gegenüber. Und dann hat er sein 4000 teures Dirham angezogen, aus Respekt dem Propheten, Friede sei mit ihm, gegenüber. Danach hat er sich hingesetzt, denn man sagt, Imam Malik habe nie im Stehen über den Propheten geredet. So die Überlieferung. Aus Respekt dem Propheten, Friede sei mit ihm, gegenüber. Von 40 Fragen, die der Iraker
an Imam Malik stellte, über Angelegenheiten der Überlieferung über den Propheten, Friede sei mit ihm, hat Imam Malik 34 Mal gesagt, ich weiß es nicht. La Edri. Warum er es La Edri sagte 34 Mal, heißt jetzt nicht, dass er zu diesen Fragen keine Antwort hatte, sondern das drückt seine besondere Bescheidenheit und Demut aus, nur über diese Angelegenheiten Auskunft zu geben, wo er sich hundertprozentig sicher ist. Hier spricht ganz viel Gottesfurcht. Von 40 Fragen sagte Imam Malik, die Autorität schlechthin seiner Zeit mit Blick auf Ahadith, 34 Mal, ich weiß es nicht, La Edri. Und da sagte der Mann, ja Imam, ich bin aus Irak gereist, Lebensgefahr habe ich in Kauf genommen, um Imam Malik 40 Fragen zu stellen über Hadithe. Und Imam Malik sagt, ich weiß es nicht. Und Imam Malik sagt, La Edri, ich weiß es nicht. Da sagt der Mann, mein Volk wird mich fragen und sie werden das nicht akzeptieren können, dass Imam Malik sagt, 34 Mal, ich weiß es nicht, La Edri. Sagt Malik, Imam Malik sagt, Kul, sagt zu ihnen, Qala Malik, über sich selbst sagt Imam Malik, nicht Imam Malik, sondern Qala Malik, Malik sagt, La Edri, ich weiß es nicht. Und dann sagt der Mann, das werden sie schwer akzeptieren können. Da sagt Malik, Imam Malik, Kul, spricht zu ihnen, Qala Malik, Malik sagt, La Edri, ich weiß es nicht. Denn der Glaube ist Imam Malik wichtiger als falsche Eitelkeit und Angeberei. Was die Menschen denken, ist zweitrangig. Entscheidend ist, was Allah von einem hält. Entscheidend ist Gottes Furcht, Taqwa, Demut und Bescheidenheit. Wir brauchen mehr Imam Maliks unter uns. Mehr von denjenigen, die sagen, ich weiß es nicht und damit aufrichtig sind. Jedenfalls, als Omar, der zweite Kalif, als in seiner Funktion als Richter einmal einen Fall zwischen zwei streitenden Parteien entschied, ein Urteil sprach, dann sagte einer oder schrie einer von der Seite, Hada Ra'i Umar wa Ra'i Allah. Das ist die Meinung von Omar und das ist die Meinung von Allah. Er wollte offenkundig bei ihm einmal, bei Omar, radiallahu anhu, schleimen. Und Omar ist bekannt dafür, dass er die Schleime auch sofort enttarnte, auch aus seiner Gottesfurcht heraus. Er drehte sich zu ihm, erbost, und sagte, Bits ma kult, welch übel du sprachst. Kul, sprich vielmehr. Hada rai umar. Wa in yakun sawaban fa min Allah. Sprich vielmehr. Das ist die Meinung von Omar. Sollte sie richtig und rechtens sein, ist sie von Allah. Sollte sie falsch sein, ist sie von Omar. Omar hat aber nicht gesagt, welche richtig und welche falsch ist. Aus seiner Demut heraus, weil er weiß es nicht. Das ist eine Angelegenheit, über die Allah entscheiden wird. Am jüngsten Tag. Er wird uns darüber aufklären, worüber wir einst uneinig waren. Und wer war Omar al-Faruq? Diesen Beinamen hat er vom Propheten höchstpersönlich bekommen. Al-Faruq heißt, derjenige, der unterscheiden konnte zwischen Recht und Unrecht wie kaum ein anderer. Und dennoch maßte sich Omar, radiallahu anhu, nicht an, seine Meinung ins Absolute zu setzen. Weil er war sich der Tatsache bewusst und dem Umstand bewusst, dass er ein Mensch ist. Ein Mensch mit Fehlern, und auch seine Urteile können fehlbar sein. Jedenfalls nannten muslimische Juristen diese Disziplin, die sich mit dem Verständnis beschäftigt, mit Blick auf Handlungen der Menschen, oder die Beurteilung der Handlungen der Menschen, Al-Faqh. Und sie betrieben ein Ijtihad, eine große Anstrengung, eine große Mühe, um das Wahrscheinlichste, um die göttliche Beurteilung zu ermitteln. Die waren sich aber bewusst, dass das Absolute, wie gesagt, Gott vorbehalten bleibt. Und diese Anstrengung, dieser Ijtihad, war vielfältig und auch von Vielfalt geprägt. Und keiner durfte für sich in Anspruch nehmen,
dass seine Meinung die göttliche Meinung ist. Und deswegen setzte sich in der islamischen Jurisprudenz der Satz durch, der bei Ibn Qayyim al-Jawziya zu lesen ist, al-Muwaqqi'in, wo er schreibt, An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam naha an yusamma hukmul mujtahidin hukmullah. Der Prophet, Friede und Segen sei mit ihm, hat es verboten, das menschlich abgeleitete Urteil Urteil Gottes zu nennen. Wie leicht es uns von den Lippen heute fällt, über Gesetz Gottes zu sprechen. Und die Großgelehrten im Islam waren äußerst vorsichtig mit diesen Angelegenheiten. Auch die Gefährten des Propheten waren äußerst vorsichtig. Sie wurden unmittelbar geschult vom Propheten, höchstpersönlich selbst. Und sie maßen sich keine Absolutheit an. Auch die inflationäre Nutzung der Worte Haram und Halal ist auffällig in unseren Gemeinden. Manchmal hat man das Gefühl, je mehr einer von Haram spricht in der Khutbah, also vom Verbot, 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 desto islamischer ist er. Mashallah, ein richtiger Muslim. Er hat alles verboten. Die islamische Jurisprudenz ist geprägt von dem umgekehrten Rechtssatz. Al-Aslu fil Ashya al-Ibah. Die Grundregel aller Angelegenheiten ist ihr Erlaubtsein. Das heißt, je mehr einer sich bemüht, von Halal zu sprechen, von erlaubt zu sprechen, umso näher an der Wahrheit ist er. Je häufiger einer von Haram spricht, umso weiter ist er entfernt. Denn die Grundregel aller Angelegenheiten ist, ihr erlaubt sein, aus der Barmherzigkeit Allahs gegenüber. Er wird es euch einfach machen, nicht schwer. Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Ein anderer islamrechtlicher Grundsatz, wo es heißt, die Erschwernis bedingt Erleichterung. Allah will es uns einfach machen, nicht schwer. Und die Gefährten waren sich dieser Tatsache bewusst und auch der Tatsache bewusst, dass sie Allah nicht in den Mund legen durften. Wer über Allah eine Lüge ersinnt, der baut sich seine Stätte in der Hölle, gibt es eine Überlieferung. Wann ersinne ich Allah eine Lüge? Wenn ich über ihn rede, ohne Wissen zu verfügen. Allah sagt im Koran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ und fragt die Leute des Wissens, wenn ihr selber nicht wisst. Das heißt, es gibt hier Kategorien, wann einer wissend ist, wann einer gelehrsam ist, wann ich einen zu fragen habe, wann ich folgen soll, wann ich eigene Rechtsurteile fällen darf. Es gibt Kategorien, die ermittelt worden sind. Das ist also keine Spielwiese für alle. Weil wir im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer spielen, wenn wir über Allah etwas sagen oder seinem Gesandten, seinem Propheten, wenn wir uns nicht sicher sind. Oder anders ausgedrückt, wenn wir das schlicht nicht studiert haben. Curricular studiert haben, schulisch studiert haben, unter Aufsicht. Nicht jeder für sich. Weil wenn jeder autodidaktisch für sich etwas studiert, ohne Systematik, der wird sich selbst zur Absolutheit erziehen. Er wird nur mit einer bestimmten Literatur arbeiten und denken, nur das gibt es an Wissen. Er wird nicht zur Bescheidenheit erzogen. Erst wenn er durch mehrere Schuyuch Unterricht erhält, wird er zur Bescheidenheit erzogen, weil er weiß, mein Gott, jedem Scheich, den er begegnet, der ihm zu einer bestimmten Disziplin etwas erzählt, er weiß, er ist mir um Meilen überlegen. Ich habe keine Ahnung. Dann trifft er den anderen Scheich und er denkt, er ist der Beste überhaupt. Dann trifft er den anderen, der ist noch besser als der Erste. Und der Dritte, und er ist noch besser als der. Also er wird zu einer Grundbescheidenheit erzogen, durch dieses betreute Studium. Nicht durch autodidaktische Wissensaneignung. Weil diese autodidaktische Wissensaneignung, die führt dazu, dass wir absolute Meinungen fällen. Wir kennen nur eine Literatur und denken nur, das ist die absolute Wahrheit. Wir haben gar keinen Blick für das Ganze. Abu Yusuf, der Schüler von Imam Abu Hanifa, sagte, auf ihn geht die Aussage zurück, Al-ilmu shay'un la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak. Das Wissen ist von der Art, es gewährt dir nicht einen kleinen Teil von sich, ehe du ihm nicht opferst dein Ganzes. Das kann nur einer sagen, der es verstanden hat. Der weiß, dass das Wissen Allahs unendlich ist. Wir müssen uns ein Leben lang bemühen, um ein kleines Wissen davon oder einen kleinen Teil davon zu erlangen. Er war sich dieser Tatsache bewusst. Warum? Weil er schulisch unterrichtet worden ist. Er wurde zur Bescheidenheit und zur Demut erzogen. Die Gefährten des Propheten waren also sich diese Angelegenheit bewusst,
dass man mit dem Feuer spielt, wenn man inflationär sagt, hada haramun wa hada halalun. Das ist erlaubt und jenes ist verboten. Sie war bewusst, ihm war bewusst, dass das eine gefährliche Angelegenheit ist, weil man je über göttliche Angelegenheiten spricht. Und deswegen waren sie sehr empathisch und sehr sensibel in der Begriffswahl. Wenn sie also dachten, dass etwas wahrscheinlich verboten ist, vermieden sie es möglichst zu sagen, hada haramun. Sondern sie sagten, nekrehu kera, dies mögen wir nicht. Und wenn sie das Gefühl hatten, dass etwas erlaubt ist, aber sie waren sich nicht hundertprozentig sicher, dann sagten sie nicht, hada halalum. Sie haben das versucht, das möglichst zu vermeiden, sondern sie sagten, wanara hada hasanan. Und dies sehen wir als gut an. Welch ein feiner, empathischer Unterschied, wie sensibel sie mit Begrifflichkeiten umgegangen sind. Weil ihnen bewusst war, dass man mit dem Feuer spielt. Und diese Grundbescheidenheit und diese Grunddemut ist uns, so nimmt man es leider wahr, häufig abhanden gekommen. Jedenfalls heißt diese Disziplin, die sich mit dem relativen handlungsbezogenen Verständnis der Scharia beschäftigt, Al-Fiqh. Das Verständnis. Und jetzt gibt es naturgemäß der Begriff selbst. Das Verständnis deutet auf ein relatives Verständnis hin. Es gibt mehrere Rechts- und Denkschulen. Mehrere Verständnisse der Scharia. Das Verständnis von Abu Hanifa und seiner Schule. Das Verständnis von Imam Malik und seiner Schule. Das Verständnis von Imam Shafi'i und seiner Schule. Das Verständnis von Ahmed ibn Hanbal und seiner Schule. Und es soll bis zu 400 Rechtsschulen gegeben haben. Im sunnitischen Islam haben sich diese vier durchgesetzt. Aber die haben sich nicht durchgesetzt, weil die Rechtsschulgründer besonders schön aussahen und richtig cool waren, sondern sie haben sich durchgesetzt im Wettlauf um Plausibilität. Im Wettlauf um methodologische Plausibilität. Ihre Gelehrsamkeit war auf höchstem Niveau. Und die, die am plausibelsten waren, die haben sich durchgesetzt. Manchmal klar auch gefördert von bestimmten Regierungen oder Kalifen seiner Zeit, aber trotzdem haben sie diesen individuellen Charakter immer beibehalten. Das heißt, dieser Wettlauf hat eigentlich nie aufgehört. Dieser Wettlauf um methodologische Plausibilität, um Gelehrsamkeit. Die Kharijiten seiner Zeit, die Buchstabengläubigen in der Frühzeit des Islam, die haben sich deshalb nicht durchgesetzt oder durchsetzen können, nie richtig, weil sie schlicht nicht konkurrenzfähig waren. Konkurrenzfähig aber vor dem Hintergrund des hohen Wettlaufniveaus der klassischen Gelehrsamkeit. Die klassische Gelehrsamkeit war auf so hohem Niveau, dass sich primitive und sinnfreie Lesarten nicht durchsetzen konnten. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, die kritische Frage stellen, warum bekommen so Buchstabengläubige heute die heutigen Kharijiten so viel Zulauf? Warum sind sie auf einmal so spannend? Warum? Weil sie konkurrenzfähig geworden sind. Aber die Frage der Konkurrenzfähigkeit ist abhängig vom Gesamtniveau. Wir sind deshalb so konkurrenzfähig geworden, weil wir genauso naiv und primitiv wirken wie sie. Wir mögen zwar unser Glaubensverständnis offener leben und toleranter Pluralität zulassen, aber unser Verständnis unterscheidet, oder unser Niveau unterscheidet sich nicht so sehr von ihrem. Und deswegen wirken sie konkurrenzfähig. Mit anderen Worten, unser schlechtes Niveau insgesamt, und das als Selbstkritik mit Blick auf theologische Aspekte und Fragestellungen, im Vergleich zur klassischen Gelehrsamkeit im Islam, unser schlechtes Niveau heute hat etwas konkurrenzfähig gemacht, was nie konkurrenzfähig war in dieser Form. Das hängt mit unserem schwachen theologischen Niveau zusammen. Pluralität ist also eng verknüpft mit Demut und Bescheidenheit. Nicht so tun, als wenn man selbst Mittelpunkt des Universums sei. Imam Shafi sagte so schön, ich bin von der Richtigkeit meiner Meinung überzeugt, kann aber nicht ausschließen, dass der andere Recht hat. Das zeichnet Gelehrsamkeit aus.
Gelehrsamkeit zeichnet aber auch aus, dass man sich bemüht, dass man sich quält. Qualität kommt von quälen. Und wir geben uns immer mit dem wenigsten zufrieden. Wir haben, oder uns fehlt so ein bisschen die Eigenschaft, sich quälen zu können, diszipliniert zu sein. Das sind so klassische prophetische Eigenschaften, wenn man so will. Es gibt ganz viele prophetische Erfolgsprinzipien, die wir leider nicht mehr beherzigt haben. Und diese Erfolgsprinzipien gelten für überall, gelten in allen, für alle Sphären, für alle Lebensbereiche. Sagte der Prophet zum Beispiel, Friede sei mit ihm, Allah liebt die regelmäßigen Taten, auch wenn sie wenige sind. Jeden Tag ein bisschen, aber dafür regelmäßig. Und das gilt für überall. Arbeit, Studium, Gebet. Wir denken uns einmal Laylatul Qadr und dann bete ich die ganze Nacht durch und ich lese einen kompletten Schuss des Koran und dann machen wir ein Jahr wieder nichts. Oder wir gehen in die Schule, bald sind Klausuren, Prüfungen. Einen Tag vor der Klausur lerne ich bis zum Erbrechen, bestehe die Klausur ganz schwach und dann mache ich wieder bis zur nächsten Klausur gar nichts. Diese Eigenschaft widerspricht dem klassischen prophetischen Erfolgsprinzip, der sagt in Bukhari, Allah liebt die regelmäßigen Taten, auch wenn sie wenige sind. Jeden Tag ein bisschen, aber konstant. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das bringt nur Erfolg. Auf allen Ebenen. Oder der Prophet Sassan sagte, Friede sei mit ihm, wenn ihr etwas tut, so strebt Vollkommenheit an. Versucht das Beste zu erreichen. Wenn du in die Schule gehst, versuch das Beste zu erreichen. Wenn du dich mit einem unterhältst, versuch auf der besten Art und Weise dich mit ihm zu unterhalten. Wenn du Auto fährst, versuch auf die beste Art und Weise zu fahren, ohne andere zu stören. Egal was wir tun, wir sollen Vollkommenheit anstreben, sowohl in unseren Gebeten, als auch in unseren weltlichen Angelegenheiten. Das ist ein klassisches prophetisches Erfolgsprinzip. Ein weiteres Erfolgsprinzip des Propheten, Friede sei mit ihm, ist, der Prophet sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der der Menschheit am nützlichsten ist. Das heißt, das Wissen ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Und wenn sich jeder von uns selber fragt, wie nützlich bin ich eigentlich für mich selbst? Wie nützlich bin ich eigentlich für meine Familie? Wie nützlich bin ich eigentlich für meine Nachbarn? Wie nützlich bin ich eigentlich für meine Gesellschaft, für meine Community? Wie nützlich bin ich eigentlich für dieses Land? Geschweige denn für Europa und für die Welt insgesamt, wo der Prophet Friede sei mit ihm sagte, der Beste unter euch ist derjenige, der der Menschheit am nützlichsten ist. Die klassische Gelehrsamkeit hat versucht, diese prophetischen Erfolgsprinzipien zu leben. Und deswegen waren sie auf dem Niveau, wo sie waren, für ihre Zeit weit voraus. Das heißt nicht, dass wir ihre Meinung heute ins Absolute setzen. Nein, für uns heißt das heute, wir müssen genauso versuchen wie die, uns wieder klären zu können fürs Gute, wieder diszipliniert zu sein. Wieder tiefgründig zu sein. Wir dürfen uns nicht die Frage stellen oder uns nicht wundern, wenn uns primitive Fragen gestellt werden. Seit 12 Jahren führe ich Dialoge und 12 Jahre lang werden mir immer dieselben Fragen gestellt. Islam und Gewalt, Islam und Frauenverachtung, Islam und Terror. Immer dieselben Fragen. Islam und Kopftuch. Aber ich darf mich nicht wundern, warum die Fragen so oberflächlich bleiben. Denn die Fragen sind deshalb so oberflächlich, weil wir unseren Glauben so oberflächlich leben. Je tiefer du deinen Glauben verstehst und je tiefer du deinen Glauben lebst und in die Praxis umsetzt, umso tiefsinniger werden die Fragen sein. Wunder dich also nicht oder sei nicht erbost darüber, wenn dir primitive Fragen gestellt werden, sondern hinterfrag dich selbst. Oberflächliche Fragen sind ein Ergebnis unserer oberflächlichen Lebweise des Islam. In diesem Sinne will ich schließen mit einer Überlieferung des Propheten, die auch wieder für Meinungspluralität ist und für Demut, das aber für Gelehrte gilt, die also vom Fach sind. Er sagte, إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا حكم الحاكم فاجتهد Sollte ein Richter oder ein Gelehrter sich äußerst bemühen, alle seine Möglichkeiten ausschöpfen, um die Wahrheit zu erforschen, und die Wahrheit trifft, wird er zweifach belohnt. Sollte ein Richter oder ein Gelehrter sich äußerst bemühen,
und alle seine Möglichkeiten ausschöpfen, um die Wahrheit zu erforschen, aber einen Fehler macht oder die Wahrheit eben nicht trifft, wird einfach belohnt. Der Ijtihad wird also immer belohnt. Das Bemühen, das aufrichtige Bemühen wird immer belohnt. Man ist bei Allah immer in einer Win-Win-Situation, wenn unsere Absicht rein ist. Der Erfolg ist Gottes Angelegenheit. Wir schulden das Bemühen. Wir müssen versuchen, all die Kapazitäten, die uns Allah zur Verfügung gestellt hat, sowohl geistig als auch materiell, auf die beste Art und Weise umzusetzen. Ein prophetisches Prinzip ist zum Beispiel auch, strebe Vollkommenheit an, aber frei von dem Wunsch nach weltlichem Lohn. Und auch die Gelehrsamkeit steht in dieser Tradition. Nicht als Selbstzweck, sondern Persönlichkeiten sollen wir werden. Wir sollen nützlich sein für diese Welt, nützlich sein für diese Schöpfung. Strebe Vollkommenheit an, aber frei von dem Wunsch nach weltlichem Lohn. Und wir sind besessen nach dem Streben nach mehr und mehr. Ich muss so kritisch sein, aber in erster Linie selbstkritisch. Ich versuche mich beim Sprechen selber in erster Linie zu erinnern, bevor ich Sie erinnern will. Möge Allah mich in erster Linie selbst recht leiten und Sie durch mich, inshallah. Also nicht falsch verstehen, sondern ich versuche selbstkritisch zu sein. Wir sind besessen nach dem Streben nach mehr und mehr. Es gibt eine Überlieferung des Propheten, wo er sagt, und die ist wirklich extrem passend. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان فلن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Sinngemäß übersetzt, sollte der Sohn Adams, damit ist der Mensch gemeint, einen Berg aus Gold besitzen, würde er einen zweiten begehren und einen dritten. Nichts stoppt seinen Mund außer Erde. Aber Allah vergibt dem, der sich ihm reuig zuwendet. Und wenn wir selbstkritisch und ehrlich sind und einsichtig sind, dann sind wir häufig übermannt von diesem Streben nach mehr und mehr, von dem Streben auch nach Wissen ohne Selbstzweck, Wissen als Selbstzweck, ohne edle Ziele. Möge uns Allah zu denjenigen machen, die seinen Glauben verstehen und auf die beste Art und Weise in die Tat umsetzen. Möge er uns zu denjenigen machen, die der Menschheit nützlich sind, so wie es der Prophet von uns verlangte. Möge er uns zu denjenigen machen, die den Glauben verstehen, und zwar in dem Sinne, wie der Prophet es sagte, über seine Primarmission sagte der Prophet, Friede sei mit ihm, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَّمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Wahrlich, ich wurde gesandt, um eure Umgangsmoral zu vervollkommen, euer gutes Benehmen, euer Charakter. Mögen wir wieder den Islam richtig verstehen, sodass unsere Umgangsmoral vervollkommnen wird und die Schöpfung Gottes insgesamt von uns profitiert, inshallah. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bitte Allah darum und Sie zugleich, dass er sich meiner Mutter erbarmt. Ich nutze die Gelegenheit und erbitte mir von Ihnen ein Bittgebet für meine erst kürzlich verstorbene Mutter. Inshallah, möge Allah Sie mit der höchsten Stufe im Paradies belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vielen Dank. Also ich glaube, den Bruder verstanden zu haben, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige und glaube, dass ich nicht der Einzige bin. Jetzt kommt die Zeit für die Fragen. Drei habe ich hier in der Hand. Während der Bruder die drei Fragen beantwortet, habt ihr die Gelegenheit, eure Fragen aufzuschreiben und hier abzugeben. Ich lese die Frage vor und kannst du da. Verehrter Professor, die Scharia wird heutzutage von den Nicht-Muslimen lediglich auf das Strafrecht reduziert. Wie kann man ihnen kurz und verständlich erklären, dass die Scharia weit mehr umfasst, dass die Scharia mehr bedeutet als Hand abhaken? Ja, danke erstmal für die Frage. Das Wichtigste erstmal an der Antwort wäre, ich bin kein Professor. Okay? Ich bin Wissenschaftler an der Uni Münster. Das heißt, ich bin weder Faqih, noch bin ich Mufti, noch bin ich und erst recht kein Mujtahid und kein Mudarris im klassischen Sinne. Sondern ich bin ein Talibul Ilm, ein Wissenssuchender und Wissenschaftler. Von daher ist das für mich auch nur ein Bemühen. Scharia wird deshalb auf Handabhaken reduziert, weil viele Staaten Werbung dafür machen, dass man sie aufs Handabhaken reduziert. Also zumindest solche, die sich als islamisch verstehen zum Teil und denken, mit der Einführung der Scharia
meinen Sie im Prinzip die Einführung des Strafrechts und fangen mit dem Handabhaken an. Dabei ist das Handabhaken, das Strafrecht, ein äußerst marginaler Teil der Scharia. Und er ist auch umstritten, innerislamisch umstritten noch dazu. Die Scharia ist umfassend. Die Scharia enthält nach dem klassischen Verständnis den Islam. Und der Islam im Sinne von die friedliche und freiwillige Hingabe zu Gott. Und der Islam wird systematisiert durch den Al-Fiqh. Das, was wir gerade in Ansätzen versucht haben zu ermitteln. Nämlich das Verständnis über das, was für uns äußerlich sichtbar ist. Nämlich das doppelte Glaubensbekenntnis, die Schahade, das Gebet, das richtige Gebet, wie ich richtig zu stehen habe, wie ich mich niederbeuge und niederwerfe. Dann die Zakah, wie viel ich genau zu bezahlen habe an Bedürftige. Dann die Hajj, meine Pilgerfahrt, wie ich sie richtig vollziehe, nämlich das, was für mich äußerlich auch sichtbar ist, die Handlungen. Das ist ein Teil der Scharia, der Islam. Der andere Teil der Scharia ist Iman, innere Glaubensfundamente. An wen habe ich zu glauben? Wie habe ich an ihn zu glauben? Über welche Eigenschaften verfügt er? Welche Propheten? Welche Schriften? Das heißt, der innere Aspekt, der wird systematisiert durch Ilmul Kalam, sagt man in der klassischen islamischen Wissenschaft. Nämlich die Wissenschaft, die sich mit der Theologie im engeren Sinne beschäftigt. Und schließlich enthält die Scharia den Ihsan, die bedingungslose Rechtschaffenheit. Wie bin ich? Oder wie kann ich es schaffen, dass ich bedingungslos rechtschaffen bin? Nützlich. Diese Disziplin, dieser Aspekt der Scharia wird systematisiert, sagt man in der klassischen Wissenschaft, durch den Tasawwuf, die innere Läuterung des Menschen. Scharia ist also umfassend. Der kleinste Teil der Scharia ist Gebot und Verbot. Selbst der Al-Fiqh als normative Disziplin, der sich beschäftigt vor allem mit diesen fünf Kategorien der Bewertung menschlichen Handelns. Was muss ich als Mensch? Was soll ich, was darf ich, was soll ich nicht, was darf ich nicht? Im Arabischen, was ist fort? Verpflichtend. Was ist mustahab? Empfehlend. Was ist mubah? Indifferent. Was darf ich? Was ist makruh? Das heißt, was ist missbilligend? Und was ist haram? Was ist verboten? Das ist der Al-Fiqh. Also nur dieser Aspekt Islam in der Scharia. Unabhängig von Iman und Ihsan. Nur dieser Aspekt, der sich also mit der äußeren Handlung des Menschen beschäftigt, selbst er hat drei Eigenschaften, die sich mit der Ethik beschäftigen. Nicht mit Gebot und Verbot. Nur das, was verpflichtend ist, Fard, und das, was haram ist, beschäftigt sich mit Gebot und Verbot. Der überwiegende Teil vom Al-Fiqh ist wieder Ethik und Moral. Was soll ich, was soll ich nicht? Das kann aber nicht durchgesetzt werden durch Dritte, sondern nur durch mein Gewissen. Geschweige denn von den anderen beiden größeren Feldern noch, Iman und Ihsan. Die betreffen innere Glaubensfundamente, meinen inneren Zustand, mein Charakter, meine Moral, mein ethisches Benehmen. Das ist der überwiegende Teil der Scharia. Denn die prima Botschaft des Propheten war, innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaq. Wahrlich, ich wurde gesandt, um eure Umgangsmoral, euer Moral, euer Charakter, euer gutes Benehmen zu vervollkommnen. Das ist die Essenz der Scharia. Handabpacken ist äußerst marginal und sekundär. Ist nicht die Essenz der Scharia. Denn Hand abgehackt hat man auch in der vorislamischen, vorkoranischen Zeit. Das ist nicht das genuin Islamische im Bereich des Strafrechts. Sondern das spezifisch Islamische ist die hohen strafprozessrechtlichen Hürden. Das heißt, bis es erst zum Handabpacken kommt, schon in der Zeit, als das Handabpacken Norm war, rechtskulturübergreifend, hat die islamische Jurisprudenz Hürden etabliert, sodass es rechtsfaktisch kaum zu einer körperlichen Strafe kommen konnte. Das ist das spezifisch Islamische, das Humane im Strafprozessrecht und nicht der Strafvollzug als solcher. Dankeschön. Die nächste Frage, die wurde zumindest zum Teil im Vortrag bereits beantwortet. Ich lese trotzdem vor und den Bruder bittet um eine kurze Erläuterung. Da es immer wieder Leute gibt, die die islamischen Rechtsschulen ablehnen, wirft sich die Frage auf die Notwendigkeit der islamischen Rechtsschulen heutzutage. Bitte kurz erläutern. In der Tat, wir leben in einer Krise der Gelehrsamkeit und damit meine ich aber auch, dass wir uns auch wieder die Mühe machen sollten, um neue Herausforderungen auch islamrechtlich stemmen zu können. Die Rechtsschulen haben ihre Aufgabe geleistet. Mit Blick auf gottesdienstliche Angelegenheiten, Ibadat, sind sie immer noch gültig, definitiv. Meinungen der Rechtsschulen können immer noch konkurrieren. Aber mit Blick auf
zwischenmenschliche Angelegenheiten, mit Blick auf westliche Verhältnisse, europäische Verhältnisse, deutsche Verhältnisse, bedarf es wieder also neuer Ijtihad, wenn man so will. Neuer Bemühungen, neuer Anstrengungen, aber von gelehrten Personen, nicht von uns. Das heißt, wir können keine Meinungen mehr annehmen, die für Umstände geäußert worden sind, die zugeschnitten waren auf Verhältnisse des 12. Jahrhunderts. Das war ein Bemühen für ihre Verhältnisse. Und für ihre Verhältnisse war das Bemühen korrekt und richtig. Aber dieses Bemühen dürfen wir nicht ins Absolute stellen und Verhältnisse aus dem 12. Jahrhundert in die heutige Zeit übertragen. Sondern das, was wir brauchen, ist, neue Herausforderungen wieder anzunehmen. Aber um sie annehmen zu können, um wieder nützlich sein zu können, um sie adäquat annehmen zu können, brauchen wir wieder Gelehrsamkeit. Und das verlangt, dass wir uns wieder quälen im Studium. Ich habe jetzt hier eine Frage von den Kindern, die geht zwar am Thema vorbei, aber ich möchte unsere Zukunft die Frage nicht verwehren. Stimmt es, dass man eigentlich 25 Mal am Tag beten sollte? Der Prophet aber hat gewarnt, dass es zu viele sind und wir es nicht schaffen werden, deswegen jetzt mit mal. Ja, das ist die Barmherzigkeit Allahs geschuldet. Es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet seine Miraj gemacht hat, als so Allah vorgestiegen ist, wonach er in der Diskussion mit Musa a.s., mit dem Propheten Musa, dem er da seiner Miraj-Reise begegnet ist, erstmal 50 Gebete zu verrichten beauftragt worden sei, und dann Musa a.s. sagt, das ist zu wenig, dann 25, und das zu viel, meinte Musa a.s., dann 25, das ist auch zu viel, und schließlich hat Allah 5 Gebete vorgeschrieben, und bei diesen ist es dann geblieben. Das ist aber eine Überlieferung aus den Ahadith. Unabhängig davon, wie authentisch sie ist oder auch nicht, entscheidend ist, dass die Gebete 5-mal am Tag für jeden einsichtsfähigen Muslim, für der über klaren Verstand verfügt und geschlechtsreif ist, verpflichtend sind. Aber die Gebete sind nicht Selbstzweck, das ist das Entscheidende. Der Islam ist kein bloßer Gehorsamsglaube, sondern alle gottesdienstlichen Säulen, alle Gebete im Islam sind Mittel zum Zweck. Und zwar Mittel, um aus uns bessere Menschen zu machen. Für diese Schöpfung. Wenn der Prophet sagte sinngemäß, ich wurde gesandt, um euer Charakter zu vervollkommnen, euer gutes Benehmen, und zwar mit Blick auf alle Angelegenheiten, euer gutes Benehmen euren Eltern gegenüber, euer gutes Benehmen in der Schule, euren Mitschülern gegenüber, immer hilfsbereit zu sein, euer gutes Benehmen in der Gesellschaft gegenüber, euren Nachbarn gegenüber, um euch mit einem guten Charakter auszustatten, dazu dienen die Gebete im Islam. Sie sollen aus euch bessere Menschen machen, sie sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Das ist die Essenz der Gebete. Und kein blinder Gehorsam. Deswegen sagten Gelehrte, wenn einer die Pflichten im Islam erfüllt, betet, fastet etc., aber sein Charakter immer noch schlecht ist, der also mit Menschen schlecht umgeht, ist das ein Indiz, dass Allah, dass Gott diese Gebete nicht annimmt. Das Gebet ist also Spiegelbild eures Charakters. Das ist die Essenz der Gebete. Jetzt haben wir ein paar Fragen von unseren Schwestern bekommen, die werde ich vorziehen. Ich habe zwei, die hängen miteinander zusammen, deswegen werde ich beide vorlesen. Wie kann man verhindern, dass sich unsere muslimischen Geschwister wegen vielen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel wegen des Bid'ah, sich streiten und auseinandergehen? Das ist die eine Frage. Die andere ist ein muslimischer Bruder religiöser, wenn er einen Bart und kurze Hosen trägt? Wie war die Begleitung von unserem Propheten Salallahu alaihi wasallam? Diese Bid'ah-Geschichte und zurück zu Koran und Sunna und die ganzen Meinungen von Laien, ich kann mich nur wiederholen, dieses Niveau ist unserem schwachen Niveau der Gelehrsamkeit geschuldet. Ganz viele Geschwister, die neulich erst zum Islam konvertiert sind oder neu erst zum Islam gefunden haben, haben dann so einen Eifer, dass sie denken, ganz viel nachholen zu müssen. Und dann fangen sie an, ganz viele Hadith zu lesen und ganz viele Verse des Koran und meinen dann, es besser verstanden zu haben als ein Theologe, der systematisch dazu ausgebildet worden ist. Ihnen fehlt einfach die Kapazität, um diese Angelegenheiten vernünftig zu beurteilen. Und auch die Disziplin der Bid'ah-Angelegenheit, der Neuerung, der verwerflichen Neuerung, ist eine große Disziplin, eine breite Disziplin.
die innerhalb der islamischen Gelehrsamkeit diskutiert worden ist. Es gibt die klassische Differenzierung von Imam Shafi zum Beispiel, dass es eine verwerfliche Bid'a gibt, dann eine Bid'a, die ist Mustahab, eine Soll-Bid'a, dann eine Bid'a, die ist einfach erlaubt, dann eine Bid'a, die ist missbilligend und eine Bid'a, die haram sein kann. Und man ist sich einig, dass Bid'a nur dann haram sind, wenn sie den Fundamenten der Scharia widerspricht. Wenn wir zum Beispiel aus 5 Pflichtgebeten am Tag 6 machen, um das mal ganz plakativ auszudrücken. Das heißt, die Essenz der Antwort ist, auch Bid'a ist eine wissenschaftliche Disziplin, mit der sich muslimische Gelehrte auseinandergesetzt haben. Und ich kann mir nur dann eine Meinung bilden über diese Disziplin, wenn ich mich entsprechend ausgebildet habe. Wenn die Ausbildung fehlt, ist alles Spekulation, was ich sage. Haben Sie die zweite Frage auf jeden Fall? Achso. Ja, ist einer. Das Problem ist, der Islam ist, so die Gelehrten, die perfekte Balance oder soll sein, die perfekte Balance zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit. Deswegen ist sowohl das Äußerliche, die äußerliche Erscheinung eines Menschen, auch das äußerliche Handeln ist wichtig. Wichtig ist aber auch die innere Einstellung des Menschen, das heißt eine Balance herzustellen. Wenn wir uns nur auf das Äußerliche beschränken, ausschließlich auf das Äußerliche, auf das Formalistische, wiederhole ich mich, sind wir nicht so weit entfernt vom Verständnis des Teufels, denn nur sein Blick reichte für das Formalistische, für das Äußere. Ihm fehlte der innere Blick. Der Islam besteht aus einer Balance zwischen beiden. Religiosität ist eine innere Angelegenheit. Ich kann meine Hose kürzer tragen, aber schlecht generell als Charakter, als Person sein. Es gab sogar jemanden, der dem Propheten, Fried sei mit ihm, sagte, Ittaqillah, fürchte Allah. Er hatte sogar einen Punkt hier vom Gebet. Er kleidete sich vermeintlich entsprechend der Sunna des Propheten. Aber wir dürfen uns von dieser Religiosität auch nicht täuschen lassen. Denn zum Propheten höchstpersönlich, Fried sei mit ihm, sagte er, Ittaqillah, fürchte Allah, o Gesandter Allahs. Also, wir können auch eine falsche Religiosität leben. Entscheidend ist, wie nützlich oder habe ich die Essenz des Glaubens verstanden oder nicht. Nur durch Charakter, durch Spiritualität, dass ich dann nach außen manifestiere, dadurch unterscheide ich mich. Aber nicht durch schlicht, nicht einfach nur durch Äußerlichkeit. Haben Sie ein Buch zum heutigen Thema geschrieben? Der Vortrag war sehr informativ. Vielen Dank. Es gibt Aufsätze, die ich zum Teil geschrieben habe, wo bestimmte Themen, die ich heute besprochen habe, auch angeschnitten werden. Aber Buchprojekte sind, also ich bin mittendrin. Ich bin gerade dabei, eine Monographie zu schreiben über die unterschiedlichen Rechtsrationalitäten im Islam. Das heißt, wie sind muslimische Gelehrte überhaupt dazu gekommen, bestimmte Normen zu etablieren? Was war ihre Rechtsfindungsmethode? Und da schneide ich so ein bisschen Themen auch an, die wir heute besprochen haben. Aber in dieser Form ist leider noch kein Buch erschienen, deswegen Ihre Bittgebete, dass das in Zukunft geschieht. Wie verhält man sich gegenüber einem Menschen, der einem immer wieder Unrecht zufügt? Abstand nehmen? Man sollte doch seinen Bruder im Glauben nicht länger als 3 Tage meiden. Der Prophet Jesus sagte, La dolara wa la dirar. Weder Schaden zufügen, noch schädigend reagieren. La tadfa' sayya bi sayya, lakin bil hasana tamhuha. Erwidere das Schlechte nicht durch Schlechtes, sondern durch das Gute, das Schlechte beseitigen. Das ist die Eigenschaft des Propheten. Und ich denke, jeder ist zu zähmen. Je nachdem, wie ich mich einem gegenüber verhalte, so wird er reagieren. So wie ich in den Wald schreie, so halte ich es wieder zurück. Und unabhängig davon, wie unerziehbar einer erscheint, erstmal muss man sich die Frage stellen, ist man überhaupt der Richtige, um zu erziehen? Also ich würde wieder anfangen bei mir selbst und mir die Frage stellen, möglicherweise bin ich im Unrecht. Wenn es aber evident und offenkundig ist, denke ich, sollte man Menschen nicht zu früh aufgeben. Wenn man sich überlegt, dass der Prophet, Friede sei mit ihm, in Mekka, wo die Menschen im Durchschnitt an 365 Götter geglaubt haben, an Klassengesellschaften, wo der Sklave eine Sache war. Der Prophet, Friede sei mit ihm, hat es geschafft, aus dieser Dunkelheit, aus dieser primitiven Gesellschaft eine Zivilisation zu gründen.
Das schafft er unter anderem durch ganz viel Sabr und ganz viel Geduld und Gutmütigkeit, indem er versucht hat, wie er sagte, la darara wa la dirar, weder Schaden zufügen anderen, noch schädigend reagieren. Er hat also versucht, das Schlechte durch böse, böse Taten durch gute Taten zu übermannen. Und ich glaube, das sollte unser Prinzip sein. Wenn man das aber das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht an, dann ist es eine Absichtsfrage. Den Bruder zu meiden oder die Schwester zu meiden, ist eine Absichtsfrage. Wenn ich die Absicht habe, um größeres Unheil oder größeres Unrecht zu vermeiden, aber ich bin ihm trotzdem nicht negativ gesinnt, dem Bruder oder der Schwester, und spreche Bittgebete für ihn, nur ich vermeide diesmal die Konfrontation, weil ich weiß, es könnte eskalieren, dann ist es eine Absichtsfrage. Das ist damit dann nicht gemeint, zu sagen, dem Bruder, wer ihn 3 Tage nicht meidet, sondern wer ihn bewusst und vorsätzlich meidet, oder die Schwester, das ist damit gemeint. Aber wenn die Umstände dafür sprechen, dass man dadurch ein größeres Unrecht vermeiden will oder ein größeres Übel vermeiden will, dann ist die Absicht entscheidend. Der Prophet sagt auch, El-Umuru bimakasidiha oder innamal a'malu binniyat, die Taten sind entsprechend ihrer Absichten oder sind abhängig von ihren Absichten. Damit ist nicht gemeint, wir müssen nicht alle Mutter Teresa sein in dem Sinne. Salam alaikum. Wie lässt sich die Scharia und das Grundgesetz miteinander vereinbaren, ist eine oft gehörte Frage in Deutschland. Wie kann man diese Frage in ein paar Sätzen so beantworten, dass es auch für die Nicht-Muslime verständlich wird? Auch ein leidiges Thema und eine ganz missverständliche Gegenüberstellung. Erstmal muss man betonen, dass die Verfassung sogar verfassungsfeindliche Religionsgemeinschaften zulässt. Das, was die Verfassung nicht zulässt, sind Handlungen, die der Verfassung widersprechen. Okay? Das heißt, ein Glaube, diese Frage stellt sich für die Verfassung nicht. Ist der Islam vereinbar mit der Verfassung? Auch wenn er es nicht wäre, würde die Verfassung den Islam zulassen. Nur was die Verfassung nicht zulässt, sind Handlungen, die Verfassungswerten widerstreben, die das Gesetz brechen. Okay? Und diese zwei Parameter lassen sich so auch nicht vergleichen. Die Verfassung bescheidet sich mit einem praktischen Geltungsvorrang. Sie will das Zusammenleben der Menschen ordnen und regeln, verbindlich, damit sie Frieden und Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft etabliert. Und die Verfassung hat sich in dieser Gesellschaft entwickelt und etabliert. Und die Verfassung ist eine gute Lösung für diese Gesellschaft. Sie sagt aber nicht von sich selbst, ihr müsst an mich glauben als Heilsweg. Sie sagt nicht, wenn ihr an mich glaubt, kommt ihr ins Paradies. Die Verfassung ist keine Heilsbotschaft. Sie will unser zwischenmenschliches Miteinander regeln und ordnen. Und insofern ist sie auch verbindlich. Die Scharia ist in erster Linie eine spirituelle Heilsbotschaft. Die Scharia ist vom Personalprinzip geprägt. Egal wo ich bin als Muslim, ich bin Muslim. In Deutschland bin ich Muslim. In Frankreich bin ich Muslim. In Saudi-Arabien bin ich Muslim. Das heißt, vom Personalprinzip, Allah, wir schulden bei Allah individuelle Rechtschaffenheit. Er wird uns jeden Einzelnen von uns abfragen, nicht als Kollektiv. Ich muss also die Scharia beherzigen und leben, egal wo ich bin. Die Verfassung ist aber vom Territorialprinzip geprägt. Jedes Land, jeder Nationalstaat hat seine eigene Verfassung in Europa. Das heißt, in Deutschland gilt bundesdeutsches Recht und die bundesdeutsche Verfassung. In Frankreich gilt französisches Recht und die französische Verfassung. In England genau dasselbe. Das ist also vom Territorialprinzip geprägt. Und all diese Verfassungen garantieren, Deutschland vor allem, garantiert in Artikel 4 die Glaubensfreiheit als Menschenrecht. Das heißt, ich darf meine Scharia hier leben. In dem Augenblick, wo ich mein Scharia-Verständnis praktiziere und die deutsche Verfassungsordnung nicht störe, verhalte ich mich verfassungskonform. Ich lebe die Verfassung, indem ich meine Scharia lebe, ohne andere in ihrem Glauben zu stören, in ihrem Recht. Das sind, also diese Parameter lassen sich so nicht vergleichen. Die haben unterschiedliche Zielsetzungen. Okay, ich habe die letzte Frage in der Hand. Die war eine der ersten Fragen, aber ich habe sie nach hinten geschoben, weil sie sich so gut eignet, um damit heute abzuschließen. Jetzt hast du erklärt, du bist kein Professor, aber ich lese genauso vor, wie es hier steht. Professor Ademi, du hast einen vorbildlichen Lebenslauf hinter dir und hast dir in vielen Orten Wissen angeeignet. Dabei bist du hier geboren, als Kind von Migranten. Was hast du für Ratschläge an muslimische Kinder, Jugendliche und ihren Eltern in Bezug auf den Wissenserwerb?
Eine Frage, die mich gänzlich überfordert. Ich bin kein Religionspädagoge und kein Psychologe. Ich habe meine eigene Lebenserfahrung war, wir hatten das Glück, meine Geschwister und ich, wir sind insgesamt 5 Kinder und alle meine Geschwister haben erfolgreich studiert und ich bin der Jüngste. Wir haben einfach eine vorbildliche Erziehung genossen von Eltern, die nur eine 4-jährige Grundschulausbildung haben, beide. Mein Bruder, und ich erwähne jetzt die Berufe nur, um meine Eltern zu honorieren. Mein Bruder ist Kardiologe und leitender Oberarzt. Meine Schwester ist Gynäkologin und leitende Oberärztin. Meine andere Schwester ist Lehrerin für Islamwissenschaften, Geschichte und Englisch. Und meine jüngste Schwester, die ein Jahr älter ist als ich, ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Managerin in einem Großunternehmen. Ich bin der promovierte Volljurist unter uns und Islamrechtler. Nicht um uns zu loben, sondern das ist die einzig und allein der pädagogischen Meisterleistung unserer Eltern geschuldet, die nur mit einer 4-jährigen Grundschulausbildung in den Bergen Mazedoniens das möglich gemacht haben. Und zwar, dass sie alles auf Bildung gesetzt haben, ohne die Spiritualität zu vernachlässigen. Sie haben den Glauben vorgelebt. Während sie 5-mal am Tag gebetet haben, wir taten es nicht immer. Aber sie haben uns nicht dazu gezwungen. Sie haben uns den Islam immer als barmherzigen Glauben vermittelt. Als Spiritualität, nie als Zwang. Ich kann mich nie in meinem Leben erinnern, dass ich zu etwas gezwungen worden bin. Nur einmal, als ich den Imambesuch verweigern wollte. Regelmäßig musste ich samstags und sonntags in die Moschee, um Koran zu lernen. Und irgendwann hatte ich keinen Bock, wollte Fußball spielen. Und da hat mich mein Vater eines Besseren belehrt. Und ich habe es dann durchgezogen. Aber nie haben sie uns den Glauben als Zwangsglauben vermittelt, sondern immer nur in seiner Eigenschaft als Barmherzigkeit. Sie haben mehr Taten sprechen lassen als Worte. Sie haben nicht viel über den Islam gesprochen, haben ihn aber nach bester Art und Weise versucht zumindest zu leben. Ich glaube, das ist das, was ich mitnehmen werde oder mitgenommen habe von dieser Erziehung aus. Und sie haben nicht Pädagogik studiert, sondern das war ihre Intuition und vielleicht ein Geschenk Allahs und Gottes. Aber die pädagogische Frage, die überfordert mich. Ich kann insofern nur sagen, versuchen, das Beste rauszuholen. Das Prinzip des Propheten war, wie gesagt, strebe Vollkommenheit an, aber frei von dem Wunsch nach weltlichem Lohn. Und das gilt für alle Bereiche. Ich glaube, die Frage war eher nicht so in die pädagogische Richtung, sondern was, genau, also was gibt man den Eltern und den Kindern auf dem Weg, damit sie hier viel mehr erreichen, als nur Bäcker und Friseur zu werden. Ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Also wie gesagt, meine Eltern haben sehr viel Wert gelegt auf Bildung und nicht, wie es in unserer Mentalität manchmal leider der Fall ist, dass die Eltern denken, manchmal, jetzt ist er 16 Jahre alt, jetzt kann er eine Ausbildung machen und mehr nicht Geld nach Hause bringen und Geld schaffen. Und jetzt ist er 18, jetzt kann er vernünftig arbeiten und ich habe einen Lohn zusätzliches. Und so die Kinder demotivieren. Wir haben auch ganz viele Beispiele in unter unseren Verwandten, die genau dieses Prinzip verfolgt haben, vor allem ja nicht die Töchter studieren lassen. Nein, das ist auf keinen Fall richtig. Und die Jungs auch nicht zum Studium schicken, wir wollen ja nicht noch mehr Geld investieren, sondern soll Geld nach Hause bringen, wir wollen uns noch ein zweites Haus in Mazedonien bauen. All diese verkehrte Vorstellung, die sehr kurzsichtig ist und sehr materialistisch geprägt ist, sollte man über Bord werfen und ein bisschen bescheidener leben, ein Steak weniger essen, aber dafür die Bildung der Kinder sicher schaffen. Okay, vielen herzlichen Dank. Der Haji, der Vater von unserem Bruder, sitzt da drüben. Vielen Dank. Dir danke ich auch, Bruder, und euch allen. Ich habe vielleicht eine Anekdote noch, die ich erzählen will. Das ist eine Geschichte, die mir widerfahren ist, im Blick auf meine Mutter, möge Allah sich ihrer erbarmen, und ihr Verständnis vom Glauben, wie weit der reichte. Wir leben in Dortmund, in der Nordstadt, das ist so die problematischste Gegend überhaupt. Wir sind auch da aufgewachsen. Ganz viele Freunde von mir sind entweder schon des Landes ausgewiesen worden oder sitzen im Gefängnis. Und wir sind aufgewachsen in dieser Gegend und wir wohnen immer noch da. Und mein Vater möchte auch nicht aus dieser Wohnung weg, seit 30 Jahren mittlerweile. Und die Gegend ist immer schlimmer geworden. Also Kriminalitätsrate extrem hoch. Und direkt neben unserer Wohnung haben wir eine Kneipe gehabt. Die ist immer noch da, weil es der Inhaber ein anderer. Und diese Kneipe hat uns ganz viel Probleme verursacht. Also extrem laut, immer Schlägereien, immer wurde in unsere Einfahrt uriniert. Meine Mutter immer, jeden Tag aufs Neue hat sie das einfach sauber gemacht. Also ganz viel Unbehagen hat uns diese Kneipe verursacht. Meine Geschwister und ich, die wir eigentlich gebildet sind, vermeintlich, intellektuell, immer wenn wir rausgingen aus der Wohnung und den Kneipeninhaber sahen, haben wir ihn grimmig angeguckt, haben die Straßenseite gewechselt, um ihn möglichst nicht zu grüßen.
Als meine Mutter verstarb, möge Allah sich ihrer erbarmen, 2 Wochen danach bin ich in Dortmund zu Hause und ich wollte jetzt zum Barplatz, zu meinem Auto. Und der frühere Kneipenbesitzer ist aber seit 2 Jahren kein Kneipeninhaber mehr. Das ist ein anderer seit 2 Jahren. Jedenfalls, ich gehe jetzt Richtung Parkplatz zum Auto. Und während ich gehe, ruft mich von einem Auto aus eine männliche Stimme. Hallo. Und ich habe erstmal gedacht, er meint mich nicht. Ich gehe weiter und dann lehnt er sich aus dem Fenster und sagt wieder Hallo. Und dann drehe ich mich um und dann winkt er mich zu sich. Und ich habe mich schon erkannt. Ich so, oh nein, nicht der. Der Kneipenbesitzer. Und ihm fehlt auch ein Bein. Und dann gehe ich zu ihm. Und er kommt aus dem Fenster raus, soweit er kann, und fragt mich, sind Sie der Arztsohn von dieser Dame, die hier gelebt hat? Und ich sage, nein, ich bin der Bruder. In dem Augenblick fängt seine Lippe an zu zittern, urdeutsch, er war deutsch, fängt seine Lippe an zu zittern, er fängt an zu weinen, beide Hände, gibt mir mit beiden Händen seine Hand und sagt, mein aufrichtigstes Beileid für diese wundervolle Dame, die hier gelebt hat. Denn jedes Mal, wenn sie an mir vorbeiging und ich sie gegrüßt habe, hat sie mich lächelnd zurückgegrüßt. Obwohl ich ihr so viel Unbehagen bereitet habe. Ich wollte, meinte er, jeden Tag bin ich zu ihnen gefahren hier vorne, in der Hoffnung, dass ich einem von ihnen begegne und das mitteile, weil es in mir ist. Und ich bin ans Haupt überwältigt. Den ganzen Tag habe ich geweint, weil das für mich der gelebte Islam ist. Während wir, die vermeintlich Gebildeten und Intellektuellen, die Straßenseite wechseln, hat sie Herzen gewonnen. Also das Böse mit Gutem erwidert, inshallah. Und das ist, deswegen ist sie eine der Professorinnen für mich, obwohl sie nicht studiert hat. Möge Allah sich ihrer erbarmen mit der Stufe Paradies, inshallah. Vielen Dank. Ja, das ist nicht einfach. Also das Böse mit dem Guten, also mit Guten zu erwidern, das muss man können. Und dazu reicht anscheinend kein Studium. Ja. Nochmal vielen Dank an dich, vielen Dank, vor allem vielen tausend Dank an deinen Vater und an euch allen, die ihr die Zeit genommen habt, um hier heute dabei zu sein bei dem Vortrag. Ich hoffe, wir werden dich bald wieder hier begrüßen. Das ist das erste Mal, aber es wird hoffentlich nicht das letzte Mal sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. So. Inshallah, keni kuptu me zemë, Zoti ju shpërblet për çdo hap që keni marrë, për çdo kontribut që keni dhënë për këtë tubim, dhe na shpërblet gjithë me xhenet në ato kohë, përse në këtë dunja po dhe në ato kohë që të shkëmë. هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا